Servus, du, was schwächelt da draußen vor dem PC, Handy, Laptop und TV? Wir spielen 37. Folge von Pokémon Pearl Randomized Version. Im letzten Part, im Part 36, haben wir uns in der Safari-Zone uns rumgetummelt. Wir haben viele Items gefunden, viele Pokémon gefangen und Mamutl, also jetzt haben wir Mamutl, Keifel hat sich auch entwickelt. Sehr schön. Toxin! Yes, so! Ich weiß, welches Pokémon das erlernen könnte und wird. Ich schaue mich hier ein bisschen um. Und wir gehen jetzt weiter auf diese Route. Wir wollen eigentlich wieder zurück nach Herzofen. Mal schauen, wie es dort weiter gehen mag. Oh, hat auch bald ein nächstes Level up. Es fängt an zu raiden, ne? Ist mir jetzt aber scheißegal. Wir schauen uns. Ach. Na, ja, steckt hier ein bisschen häufiger fest als gewollt. Aber das sind noch einige Trainer hier. Du bist eine Trainerin? Es gibt Pokémon, die bei Regen stärker werden. Wie meine zum Beispiel. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Von Schirmdame Amelie. Krawumps, okay. Na, hallo. Ich bin Krawumps. Möchtest du mein Freund sein? Bitte sei leise. Au, meine Ohren. Dir gebe ich eine Headshot hinein. Ich stelle mir gerade vor, wie Geradax ins Maul reinhüpft. Und weg ist er. Ist auch ein cooles Pokémon. Muss ich jetzt eigentlich schon sagen. Ich bin doch nicht leise. Wir sind laut. Okay. Komm, krieg nur ein Level up. Sehr brav. Ich möchte, dass du Schlitze erlernst. Somit bist du noch wertvoller als je zuvor. Okay. Marschwa, das stärkste Pokémon der Welt. Es ist sogar stärker als Carbodor. Die Ähnlichkeit ist verblüffend, ne? Muss ich schon sagen. Aber aus jedem hässlichen Entlein wird auch ein wunderschöner Schwan, ne? Stimmt auch wieder. Klick! Level 32. Lernt aber leider nichts. Ach, die Niederlage träumt mit Tränen ins Gesicht. Na, du bleibst lieber da, wo der Pfeffer wächst. Wieso, Meister? Ja, weil du kein Feuer magst, Mädchen. Kein Wasser magst. Scherben gesucht. Technische Maschinen als Belohnung. Hui. Will ich raub natürlich. Wenn du Scherben in identischen Farben findest, dann lass es mich bitte wissen. Ich gebe dir sehr gerne eine technische Maschine im Tausch dafür. Habe ich bloß keine dabei wahrscheinlich. Meine Schwester sammelt so gerne Scherben. Die ist so verrückt. Wir wissen nicht, was wir mit ihr tun sollen. Und jetzt hier, was passiert hier? Krass hier, ne? Warte mal, ich will halt hier hoch nochmal. Lass mich hier hoch. Kommen hier eigentlich Pokémon? Die verzweifelte Suche wieder hochzukommen. Ich glaube, hier können wir nicht hin. Nein. Weil wir keinen Zerschneider gerade dabei haben. Also gehen wir einfach diesen Weg. Er steckt schon wieder im Schlamm fest. Ach, Jirisu! Ach, Jirisu! Ja, lach mich nur aus, so. Gleich werfe ich die hier rein. Ach, Jirisu! Das siehst du. Das sind Angler-Spaßfreude, oder? Ich wollte hier hoch. Hier komme ich auch nicht hin. Also, ich kann schon den Schneider ein Pokémon beibringen lassen, aber ich habe jetzt keinen Bock dazu. Ich bin stolz auf meinen Pokémon und ich werde dir zeigen, warum das so ist. Hat mir den Spruch nicht mal schon irgendwo? Das ist der Standardspruch der Sammler. Vom Sammler Jobst. Da kommt hier das Obst. Imperator. Schauen wir mal, ob dein Imperator wirklich so stark ist wie meines. Wohl, mein Vegeta ist natürlich draußen.
hat auch bald Level Up. Hm? Ja, ja, geht ab hier, wie Schmitzkatze. Schauen wir mal, ob wir den nächsten Orden auch hier machen können, gleich Lamina, oder ob wir erstmal noch weiter müssen. Das kann ich jetzt halt nicht mehr sagen, das weiß ich nicht mehr, weil es ändert sich einiges. Pokémon Platin und Pearl und Diamond sind total unterschiedlich. Auch von den Arenen her, bei Lamina im Grunde in Platin der dritte Orden ist. Und hier nicht. Hier ist er der fünfte Orden, weil wir haben schon vier Orden übrigens, gell? Oh, wie süß. Ist auch schön. Die Weiterentwicklung ist auch goldig. Ah, kann auch Windstoß. Das ist frech, ne? Aber das ist mir so egal. Vom Level her. Nicht nur das, sondern überhaupt. Level 17. Wo kommst denn du her? Süß, hä? Was ist das? Ich stehe dir auch so gerne angeplappert werden. Cool. Mega. Welches Pokémon hast du denn noch? Okay, Zubiris. Dusan. Zubiris. Ich finde dieses Pokémon ist auch cool. Zubiris. Oh, cool. Fehlt noch das M, ne? Zombie. Zombiris. Zombie. Ich habe mir gedacht, dieses Pokémon ist wirklich ein Zombie, aber es liebt eigentlich am meisten Diamanten. Also bin ich ein Diamant, lebe ich gefährlich. Die Augen bestehen aus Diamant, hier auf der Brust ist auch ein Diamant. Und jetzt ist es tot. Schön. Cooles Pokémon. Auf jeden Fall. So, tut mir leid für das Obst, Herr Jobst. Ciao. Wir brauchen kurz das Radl. Na? Silberhauch, okay. Die Attacke kenne ich jetzt selbst nicht mehr. Da werde ich gucken. Ach, das steht hier. Ach, das ist eine Käferattacke, schau her. Ist gar nicht mal so schlecht. Oh, die ist. Wenn die AP nur 5 ist? Rutriger Staub wird mit einem Windstoß verschossen. Die Statuswerte des Anwenders können sich erhöhen. Können sich erhöhen. Das heißt können. Ich habe Leute gesehen, die sind mit dem Rad gefahren und haben Baumstämme überquert. Als wäre das Brücken. Aha. Da komme ich nicht durch. Durch habe ich gerade besiegt. Muss ich wahrscheinlich auf der anderen Seite irgendwie hochkommen. Habe ich ja schon gesehen, dass man das auf der anderen Seite kann. Wenn man den Zerschneider nutzt. Oh, ein Pipi. Aber wir sind noch brav und Kurs. Das ist ein langer Weg nach Herzofen. Ich habe mir gedacht, das ist immer ganz ein kurzer Weg, aber nee, meine Erinnerung trügt so. Es bedrückt und rügt mich immer wieder. Ich möchte hier wieder runter. Wir sind ständig auf Streife. Es ist sicher hier, selbst nachts. Die wollen auch nur nachts mit uns kämpfen. So. Da ist auch ein Pflänzchen. Das passt ja hier irgendwie zum Wetter, finde ich. Kanimani. Aber wir brauchen keins mehr. Jetzt nimmer. Es ist vorbei. Wir haben ein Impagato im Team. Und so bleibt's auch. Ich finde, unser Team ist jetzt sehr gut. So wird es auch erstmal bleiben und nicht anders. Mhm, da ist auch ein Pokéball, schau her. Gut. Ja. Ich lasse mir gerne immer so kleine Freunde noch auf dem Weg, damit ich einfach, ja, nochmal nachlaufen kann. Ich lasse gerne ein paar Trainer aus, weil sie mich nicht immer interessieren, auch wenn es jetzt eine Randomized-Version ist. Ich will auch ein bisschen durchkommen. Kämpfen du mir ja oft noch genügend. Schluch weg. Ist auch so ein Pokémon, aber es ist Schluckpuck, aber die Weiterentwicklung Schluch weg, ne? Oder? Schluch weg. Ja, ist so cool. Oder? Schluch weg. Nein. Bin ich mir sicher. Vielleicht gibt es da noch ein anderes Pokémon. Schluch weg. Doch, ich glaube, es heißt Schluch weg.
Oder Schluck weg. Schluck weg, Schluck weg. Okay. Anyway. Protogame. Ist auch so ein cooles Pokémon. Es schenkt ja immer. Entweder es schenkt dir Bomben oder es heilt dich. Mehr kann es, glaube ich, gar nicht einsetzen, ne? Aber ich fliege erstmal davon. Das ist ja das Schöne an so einem Flug-Pokémon jetzt hier. Geschenk. Es ging daneben. Bin nochmal gespannt, ob Protogel das überlebt oder nicht. Das ist ja so ein Eisvogel, ne? Flug und Eis wieder vereint. Das sind auch wieder ganz gute Werte, finde ich. Aber das überlebt sie nicht. Schade, schade, Marmelade. Ich bin nicht schuld, ja? Boing. Sehr gut. Der Ralphie. Heul, heul. Hast du ein Taschentuch für mich? Ja. Ich überlege gerade, ob ich doch Bonita vorne lasse. Ich hätte es gerne schon. Gut, wir sind eigentlich on Kurs. Obwohl, wir machen doch nochmal Cell vorne. Sally ist vorne. Sally ist Leader. Yay! Gegen Gift. Ich würde auch Cell ganz gerne Toxin erlernen. Das wird der Hammer, sage ich euch, Leute. Das wird euch ein Hammer. Ich werde hier überfallen. Unsere Aufgabe ist es, die Umwelt in dieser Region zu schützen. Also sind wir Ranger. Power Ranger. Power Ranger. Gibt's doch auch jetzt einen Film, oder nicht? Irgendwo gibt's von einem irgendwann einen Film. Habe ich jetzt gerade ein Dick Trick gelesen oder ein Darkrai? Okay, es ist ein Darkrai. Jeder hat ein Darkrai. Das ist sowas so gemein. Also, liebe Sally, du wirst es nochmal unser Darkrai beschnüffeln, gell? Das ist ganz beschissen, muss ich sagen. Oh nein, es ist ganz beschissen. Freezer, komm raus. Lieber Cheese, komm wieder zurück. Das ist mit Normaltypen nicht gerade so toll. Oh, man sieht eigentlich von dem Pokémon nur noch das Auge, also vom Freezer. Das ist nur so eine Kugel. Lol. Aussetzer. Von meinem Schnüffeln, ne? Ja, ja, ja. Gut. Das passt ja schon. Okay, jetzt kann ich dir angreifen, liebes Darkrai, gell? Dann haben wir mal so eine schöne Kopfnuss into your face und du, ja, du machst jetzt halt, ha. Wir machen mal ein G-Craft gegen Zwielicht, okay? Jetzt bin ich mal gespannt, was rauskommt. Darkrai macht Rückzug, Hieb. Oh, hey, was soll das? Wie frech. Kopfnuss ist schon mal gut. Yeah, das setzt guten Schaden. Ein G-Craft, boah, voll. Stein in die Fresse gedonnert. Das tut wirklich auch weh. Das hat keine Wirkung auf Cell. Pech gehabt, ne? Ich mit meinem Schlüffler kann euch Geister schon angreifen. Darum habe ich ja die Attacke ja auch behalten. Ich bin ja nicht blöd. Nicht immer. Aber ich setze mein Eisern ein. Angstgegner Darkrai verabschiedet sich. Ich komme wieder. Entschuldigung, bin gerade an die Tastatur gekommen. Ich habe die Tastatur gestreichelt. Hm. Heißt das? Wie schmecken wohl Geister? Irgendwie wuschig. Das war's, hm? Was für eine Symbiose. Das ist so perfekt alles. Das ist unglaublich perfekt. Und jetzt kommt... Aha. Farbigel. Oder wie man das aussprechen mag. Farbigel. Farbigel. Ja, doch. Und jetzt habe ich es nicht gelesen, aber es macht nichts. Ein Treffzeppeli. Oh. Oh. Auch so ein blödes Geist-Pokémon. Ach ja, ich bin ja blockiert. Dann hau ich ihm Sandwirbel ins Gesicht. Und ich mache ein G-Craft auch gegen Treffzeppeli, weil dessen Pokémon möchte ich eher weghaben. Ja, ich hab's Handy in meinen Augen verflucht schon wieder. Das brennt so sehr. Ja, das ist marokkanischer Sand. Der brennt.
Nächstes Mal kriegst du einen Pfefferspray rein. Treff Seppi! Nee, Triflon, aber treff Seppi! Sie bei der Entwicklung so cooles Pokémon. Das haben die beiden gut gemacht. Nachmacher. Okay, Nachmacher geht an Sally. Gut. Dann wirst du jetzt sterben. Ja, leid. Okay, Doki. So, wir machen Kopfnuss gegen Fabi. Und dann machen wir den Zitrümmerer auch gegen dieses schöne, lustige Pokémon. Mit der Schwanzspitze in der Farbe drin, du Saudo. Okay, no discussions. Die Anna und der Heribert sind beide übrigens seit 2 Jahren verheiratet. Also herzlichen Glückwunsch, muss ich schon sagen. Ne? Ich hoffe noch auf eine gute Ehe. Hey! Das ist unser Kind! Ja, okay. Ist es nicht süß? Ihr habt ein Pipi gezeugt? Oh, schön. Ist es nicht wunderbar? Es ist aus Menschenliebe entstanden. Wer es glaubt? So, raus mit mir. Oh. Ist ja furchtbarer Regen hier. Wird Zeit, dass es mal aufhört. Paris, so hüpft wieder aus der Tasche. Ja, aus meiner Jackentasche. Mhm. Schade. Und? Nicht nur das. Ich werde von einer älteren Dame überfallen. Pajirisu sitzt jetzt wieder auf meine Schulter und schaut mir einfach zu. Und lacht sich eins. Also sagte, ha, die alte Obi. Cody hat sich erschreckt. Ich habe mich wirklich erschrocken gerade. Ich war gerade fasziniert von diesen ganzen Bären. Und dann kommt dann die noch. Bitte, erschreck mich doch nicht. So. Jetzt gibt's einen Almdudler auf dem Kopf. Wisst ihr, was das ist, Almdudler? Das ist so. Nur Apfelsaft. Ein Almdudler aus der österreichischen Region. Österreich ist also so ein schönes Land. Bayern und Österreich, das sind ja also richtig stark verbrüdert. Ernsthaft? Ja, die kann sich's leisten, ne? Also muss man schon sagen. Sie ignoriert zwar ihren Mann und er verhungert fast, aber sie kauft für ihre Pokémon Top-Genesung. Das muss ich jetzt aber sagen. Selb, mach's weg. Ich möchte unbedingt diesen Gutsherrn kennenlernen. Aber ich sehe schon, die Folge ist schon wieder. Wie heißt sie? Xenia? Ist zu Ende. Zitrobeere. Die ist cool. In Pokémon Mystery Dungeon Super ist das eine ganz coole Beere. Und lässt, glaube ich, ein Level auf. Nein, irgendwas aufsteigen. Ein Level? Bin ich mir gerade sicher. Okay, ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen, bevor mich dieser alte Mann anquatscht. Den werden wir im nächsten Part machen. Bis zum nächsten Mal. Bye, huhuhu. Bicke, bicke.